Wir haben es gerade bei der Flut erlebt. Menschen helfen gerne. Also die meisten von uns, wenn wir uns nicht gerade ausgenutzt fühlen. Komischerweise fällt es uns aber viel schwerer, andere auch mal um Hilfe zu bitten. Dabei würde uns das häufig, beruflich oder privat, wirklich einen großen Schritt weiterbringen. Ein Tipp, eine Empfehlung oder gerade mal mit anpacken. Wie können wir das besser in unser Leben einbringen? Einfach mal um Hilfe bitten. Wie das am besten geht, das fragen wir heute wieder die Spezialistin für Kommunikation, Britta Beste. Freut mich, dass du wieder da bist, Britta. Große Frage, brauchen wir denn überhaupt Hilfe oder ist das sowieso besser, wenn wir alles alleine hinbekommen? Weil es fühlt sich dann irgendwie auch gut an, man hat es ja alleine geschafft. Das mag sich eine Zeit lang ganz gut anfühlen. Und ich glaube auch, dass viele Menschen immer noch so auf diesem Trip unterwegs sind, dass sie denken, dass etwas, was sie ganz allein geschafft haben, definitiv für sie der größere Erfolg ist. Das hat aber auch was mit Sozialisierung zu tun. Wie bin ich aufgewachsen? Und gerade dieser Punkt, jemanden um Hilfe und um Unterstützung bitten, das ist etwas, was man erlernt. Und das erlernt man durch Vormachen. Also ich muss Vorbilder haben, bei denen ich gesehen habe, die machen das. Und auch wenn ich jemanden um Hilfe bitte, ist das kein Signal meinerseits, dass ich vielleicht nicht kompetent genug bin, nicht so viel wert bin. Oder was auch immer man da teilweise reininterpretiert. Also es hat ganz viel mit Vertrauen zu tun in meine Person, aber auch in mein Umfeld. Also derjenige, den ich um Hilfe bitte, je mehr ich dem vertraue, desto normaler fühlt sich das für mich an. Du hast gerade gesagt, das, was man vorgelebt bekommt. Ich habe zum Beispiel gerade so direkt an meine eigene Kindheit denken müssen. Ich muss sagen, meine Mama zum Beispiel ist eine super taffe Vorbildfrau, so wie man sie heute immer abfeiert, so diese Role Models. Aber zugegebenermaßen so das Thema um Hilfe bitten, da ist sie nicht so gut drin. Da bin ich offensichtlich gelernt auch nicht gut drin. Das heißt, vorgelebt habe ich es schon mal nicht so bekommen, dass man immer um Hilfe bittet, sondern dass man auch einfach viel selber kann. Was einen natürlich weiterbringt, weil man viele Dinge wirklich selber schafft. Ja. Aber natürlich auch unglaublich schwer ist, wenn man mal wirklich um Hilfe bitten muss. Was sind denn sonst noch so Gründe? Warum tun wir das denn eigentlich so ungern? Ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Also wir haben erstens mal das Gefühl oder oft mal Menschen, die es nicht können, dass sie so eine eigene Unzulänglichkeit preisgeben. Das wollen wir nicht. Dann auch das, was du eben gesagt hast, dass man das Gefühl hat, wenn man selber etwas alleine auf die Reihe bekommt, dass man dann eben perfekter unterwegs ist, besser gemacht hat. Nur die Frage ist ja, wenn ich alles, was ich an Aufgaben vor der Nase habe oder an Situationen alleine bewältige, dann habe ich es vielleicht geschafft, aber das heißt noch lange nicht, dass ich mich dabei auch weiterentwickelt habe, weil ich ja immer in meinem eingeschränkten Rahmen hantiere. Das mag klappen, aber es könnte vielleicht sein, dass ich wesentlich perfekter gewesen wäre oder schneller gewesen wäre. Die Unzulänglichkeit oder auch, dass man sich dadurch angreifbar macht. Also wenn ich dich jetzt um etwas bitte, um Unterstützung bitte, da auch wieder, ist es auch wieder so ein Tauschgeschäft, muss ich dann etwas auch anbieten können, womit ich dich dann unterstützen kann? Oh nee, ich habe da gar nichts anzubieten, also lasse ich es wieder. Oder aber, wie gehe ich vielleicht mit einer eventuellen Ablehnung um? Wie fühle ich mich dann hinterher? Und das vermeiden viele Menschen. Und natürlich auch hier wieder die Sozialisation, wenn man es so gelernt hat, dass man selber unterwegs sein sollte, bevor man jemanden fragt, dann ist das schwer, das wieder umzureißen, das Steuer. Also ich gehöre auch zu den Menschen, die das erlernen mussten, habe aber die ganz tolle Erfahrung gemacht, wenn ich um Unterstützung bitte, dann fühlen sich Menschen von mir auch, das ist ja auch wieder ein Vertrauen, was ich dann signalisiere, die fühlen sich von mir auch viel mehr mitgenommen. Ich werde viel nahbarer, als wenn ich alles alleine mache. Das ist ein ganz großes Thema, gerade auch, wenn es zum Beispiel im beruflichen Kontext stattfindet. Du hast es gerade schon gesagt, es geht auch ein bisschen darum, man will ja die eigene Kompetenz nicht in Frage stellen. Ja, ich müsste das doch eigentlich können, so in die Richtung, je höher man so in der Leiter hochgeht, in der Rangfolge sozusagen von dem Unternehmen, desto schwieriger ist es natürlich für die Leute, zu sagen, hier Team oder Kollege, ich brauche Hilfe. Ich glaube vor allem, ich wage mich mal kurz auf ein theoretisches Feld raus, ich glaube vor allem Männern fällt das dann schwer, vor allem Männern in Führungspositionen. Vielleicht hast du da so ein paar Tipps, wie man das macht, ohne dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, boah, ich verliere jetzt hier komplett mein Gesicht, wenn ich da um Hilfe bitte. Gerade Männer in, was heißt Männer? Ja, Männer in Führungspositionen, das liegt wahrscheinlich daran, dass immer noch die meisten Männer in Führungspositionen sind, oder? Dadurch reden wir auch vermehrt bei der Führung immer von Männern. Wenn es andersrum wäre, also ich will jetzt hier nicht gender speziell werden, aber so ist es ja nun mal. Und
bei Männern oder generell in der Führung, deswegen möchte ich das jetzt mal verallgemeinern, bei Frauen und auch bei Männern ist es so, dass wir alle lernen müssen, aufgrund der Veränderung der Arbeitssituation der einzelnen Arbeitsplätze, dass wir nicht mehr alles alleine machen können. Das ist völlig utopisch zu glauben, dass man in der Führung noch alles so im Griff hat, wie man das vielleicht noch vor 10, 15 Jahren von sich sagen konnte. Und auch da war es schon schwierig. Und da, finde ich, zeigt sich die Kompetenz viel eher darin, zu sehen, wo ich meine Lücken habe. Denn das ist das, was die Führung ausmacht. Die Führung soll den Überblick haben, die Führung soll delegieren können, die soll organisieren können. Das kann sie nur, wenn sie tatsächlich weiß, was wo fehlt. Deswegen muss sie aber nicht im Detail drinstecken. Und ich habe auch das wirklich live und in der Realität erlebt, dass Führung viel kompetenter wahrgenommen wird, wenn sie auch an den Stellen, wo sie keine Ahnung hat, auch sagt, dass sie keine Ahnung hat. Denn diejenigen, die die Ahnung haben, die merken das. Und dann macht das ein ganz schlechtes Bild, wenn ich mich da als kompetent bezeichne oder so tue. Und es wird mir dann hintenrum aufgedeckt oder eben noch nicht mal direkt signalisiert, sondern es wird nur hintenrum drüber geredet. Also der Aufruf wirklich an alle Führungskräfte, Mut zur Lücke oder das Wissen um die Lücken, die ich habe, ist die beste Kompetenz, die man preisgeben kann. Ja, fake it until you make it geht ja auch nur bis zu einem gewissen Grad gut. Das sehe ich genauso wie du. Interessant ist ja auch manchmal, wer so um Hilfe gebeten wird. Ich habe gestern beim Einkaufen war so eine nette Dame neben mir, die kam nicht an den Quark im obersten Regal ran. War gar kein Problem. Ich stand da. Natürlich konnte sie mich fragen, war ja gar kein Ding. So, aber manchmal fragen Leute einen nach Hilfe, zum Beispiel beim Umzug oder so. Man denkt, ich habe jetzt seit Monaten nichts von dir gehört und jetzt soll ich dir beim Umzug helfen. Das ist dann auch irgendwie ein bisschen seltsam, bringt einen dann selber auch in eine komische Situation. Gibt es denn sowas wie eine Art Knigge, also ein Hilfsknigge. Wen darf ich denn um Hilfe überhaupt bitten? Da können wir eigentlich wieder zur Eingangssituation zurückkehren, zu dem Vertrauen. Und ein Vertrauen baut sich bei meinem Gegenüber und mir, also dieses gegenseitige Vertrauen auf, wenn eine Sympathie da ist, wenn das Wissen darum da ist, was der andere von einem hält. Und ich glaube, da sollte man ganz stark auf sein Bauchgefühl hören. Und wenn ich dann auf mein Bauchgefühl gehört habe und ich brauche 10 Leute, aber da waren nur 5 und ich suche mir dann noch 5, von denen ich aber weiß, dass die ganz in Ordnung sind, ich glaube, da muss ich bei mir selber gucken. Man weiß schon, wen man fragen kann. Und ich glaube, man weiß auch selber, bei wem man jetzt rein intuitiv auch einfach Nein sagen würde, weil man von dem seit Monaten nichts gehört hat. Und der kommt nur immer dann, wenn er Unterstützung braucht. Und dann kann man auch definitiv Nein sagen, weil ich glaube, diese Beziehung ist dann auch nicht das, was unbedingt erhalten werden muss. Das ist jetzt der extreme Fall, dass Leute einfach immer nur fragen, wenn sie was brauchen. Aber dann gibt es ja auch so ein Untereinander, dass man sich halt hilft, der andere hilft dann mal wieder. Du hast es vorhin auch schon angesprochen. Wenn man jemandem hilft, muss der dann quasi einem auch die Hilfe anbieten, damit es ein gesundes Hilfsverhältnis ist. Ist das so quasi so ein universelles Gesetz? Oder können wir sagen, hier, komm, lass uns gleich offen reden. Wenn du mir jetzt hier beim Umzug zum Beispiel hilfst, kann ich irgendwas für dich tun? Brauchst du irgendwas? Muss dein Fahrrad repariert werden? Ich weiß es nicht. Das wäre jetzt nichts, wo ich helfen kann, aber vielleicht irgendwas Ausgleichsmäßiges. Macht das Sinn, das direkt so anzusprechen? Also da gibt es ja auch schon professionelle Apps, die Nachbarschaftshilfe, wo man genau das macht. Das finde ich auch in Ordnung und ich glaube, das ist sicherlich für das eigene Gefühl ganz gut, weil das schlechte Gewissen stellt sich da nicht ein. Und wenn man dann sagt, ja Mensch, ich würde dich gerne bitten, bei meinem Umzug zu helfen, ich könnte dir aber da vielleicht demnächst in deinem Garten helfen, weil ich da sehr gut bin, dann ist das sicherlich etwas, was legitim ist. Das braucht man wahrscheinlich nicht zu machen, wenn man im ganz engen Freundeskreis um Hilfe bittet, weil da ist es gesetzt, dass man sich dann gegenseitig auch unterstützt, wenn Not am Mann ist. Und wenn man jetzt das nichts anzubieten hat, dann kann man das ja auch sagen. Ich habe zwar momentan, wüsste ich nicht, womit ich mich mal revanchieren könnte, aber in der Regel sollte man auch Leute fragen, bei denen man sich nicht revanchieren muss. Und zur Not tut es ja auch manchmal einfach nur Schokolade. Das hilft ja eigentlich auch immer. Und ein Eine Danke sollte, kleine ja, Aufmerksamkeit, ein genau. Danke sollte auch nie fehlen. Das finde ich auch immer sehr lustig. Fällt mir gerade dazu ein, wenn ich zu Hause mich bedanke und zum Beispiel sage, danke, dass du gekocht hast, Papa. Dann sagt er, was redest du denn da? Natürlich koche ich für dich. Das ist sehr lustig, weil das irgendwie so gar nicht in diesem Geben und Nehmen, Modus manchmal so drin ist. Aber wenn wir jetzt Hilfe bekommen, ist das eine tolle Sache. Wenn wir das auch noch klären können, ob da in Return was stattfinden soll, dass wir gegenseitig uns dann helfen, ist das natürlich noch viel besser. Dann fühlt sich, glaube ich, jeder ganz gut bei diesem Hilfedeal. Ganz blöd ist aber, wenn wir jetzt jemanden fragen, den wir vielleicht sogar als Vertrauensperson relativ eng sehen und der einfach, ich sag mal, mit keiner guten oder gar keiner Begründung einfach Nein-Satz sagt. Wie verhalten wir uns denn dann am besten in so einer Situation?
Da würde ich noch ein bisschen drauf gucken, wie sagt der jetzt nein? Ist der völlig entnervt? Wobei auch das muss nicht unbedingt was bedeuten, weil es auch Menschen gibt, die können halt einfach nicht und denen tut das in dem Moment auch leid und dann sagen die halt einfach etwas unwirsch nein und interpretiere ich da vielleicht wieder viel zu viel hinein. Auf der anderen Seite finde ich es sehr, sehr gut, wenn man das Nein akzeptieren kann, sich dadurch aber auch nicht vor den Kopf gestoßen fühlt, weil es ja auch Gründe geben kann, dass derjenige mich jetzt nicht unterstützen kann und vielleicht will er diese Gründe nicht unbedingt mit mir teilen, weil sie mich auch einfach nichts angehen. Auch das ist machbar, möglich. Und dann muss ich es auch tatsächlich akzeptieren, darf aber denjenigen jetzt auch nicht als unfreundlich hinstellen. Das wäre, glaube ich, auch fatal. Oftmals liegt es auch an mir selbst, dass ich zum Beispiel meine Bitte um Hilfe und Unterstützung mehr so verdeckt platziere. So als verdeckte Botschaft. Ach, wäre das schön, wenn mir jemand nächste Woche beim Umzug helfen würde. So Ja. zum Beispiel. Oder Oder irgendwelche dreimal anderen. erwähnen, dass da ja ein Umzug ist und so viel noch Ja, zu tun ist. ich brauchte eigentlich 10 Leute und ich habe erst 6. Ja. Und ja, und dann sagt der andere nichts. Dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn meine Botschaft da nicht verstanden wird. Und der andere denkt so, wenn sie was von mir will, soll sie mich doch mal direkt fragen. Ja. Kann sie doch sonst auch. Und nein, ein Nein muss akzeptiert werden und man darf sich dadurch nicht zurückgesetzt fühlen. Das ist nicht dann wieder in der eigenen Betrachtungsweise und da muss ich nicht mehr reininterpretieren, als es vielleicht wirklich ist. Wir hatten vorhin schon mal jetzt ganz zum Schluss noch das eine Beispiel, wo wir gesagt haben, es gibt Menschen, die melden sich, ich glaube, jeder kennt so eine Person im Umfeld, die sich immer nur dann meldet, wenn sie irgendwas braucht und ansonsten ist sie irgendwie gefühlt nicht da. Wie reagieren wir denn darauf, wenn wir das Gefühl haben, wir werden einfach nur ausgenutzt von dieser Person? Wie gehe ich damit am besten einfach um? Ich würde es ihr sagen. Und auch da gibt es wieder zwei Betrachtungsweisen. Ist es eine Person, die ich grundsätzlich sehr, sehr gern habe, die aber sozial, politisch eine 6- ist? Auch das gibt es. Die sind also sonst wirklich ganz toll, aber kommen von alleine niemals auf die Idee, sich zu melden, es sei denn, sie brauchen gerade was. Wenn man die aber anruft und sagt, Mensch, kommst du nächste Woche vorbei, sind die da. Also das sind auch so Unterschiede. Oder ist es jemand, den ich tendenziell mehr so am Rande meines inneren Kreises einordne und ich weiß tatsächlich, dass der einfach nur die Hilfe abgreifen will und das war's dann. Und beides kann man ansprechen. Also gerade bei dem, der so am Rande ist, würde ich auch sagen, Mensch, pass auf, also ich helfe dir ja gern, aber das ist jetzt, kann man ja dann das vorherige Beispiel vielleicht benennen. Das war jetzt vor 6 Monaten das letzte Mal und für uns, also es fühlt sich für mich so an, als ob ja, ich da immer so der Notnagel bin und das fühlt sich mich einfach nicht gut an. Das möchte ich einfach mal ansprechen jetzt. Was kannst du mir dazu vielleicht sagen? Das kann man ansprechen. Ansonsten hat man immer ein schlechtes Gefühl und ist in dem Moment, wo man dann doch hilft, ja auch noch auf den sauer. Das macht es nicht besser. Das stimmt, dann steht man da, hilft beim Umzug und kocht innerlich. Ja, Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. genau. Nein. Britta, ich sage nur vielen Dank. Apropos Sinn, das hat ganz, ganz, ganz viel Sinn gemacht. Da waren wieder super hilfreiche Tipps drin. Ich glaube, jetzt geht es uns damit auch ein bisschen besser, wenn wir mal Nein sagen wollen, weil wir uns einfach in dem Ja. Moment ausgenutzt fühlen oder wenn wir gar nicht wissen, wie wir jetzt fragen sollen, haben wir so ein paar Tipps von dir. Ich sage vielen Dank und wer jetzt sagt, wow, von Britta will ich noch mehr sehen, das ist gar kein Problem, denn es gibt mit Britta noch mehr Videos hier auf dem Kanal. Es gibt schon ein Video zum Thema gute Beziehungen aufbauen. Dann kommt als nächstes ein sehr spannendes Thema, nämlich das Thema Ziele im Team und etwas, was wir alle können und nicht vermeiden können, ist nämlich streiten und wie man das richtig macht, das besprechen wir auch noch. Und wer sonst sagt, wow, da sind so viele tolle Lebenstipps drin, einfach hier den Kanal abonnieren, dann wird sofort eine Notification geschaltet, also eine Nachricht, wenn wieder ein neues Video oben ist. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Britta. Sehr gerne, ich danke auch.